Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist es mal wieder Zeit, ein bisschen zu meckern, denn ich habe hier meine aussortierten Produkte für dich und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, was hier so alles rumsteht, was sich in dieser Kiste befunden hat und in dieser Kiste noch befindet, das ist ganz schön viel, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Produkte, ja, gehen teilweise an Trash-Paket-Partnerinnen weiter, da hat sich Marion schon einiges reserviert. Teilweise werden die gespendet, teilweise gehen die an Familie und Freunde. Ganz, ganz wenige Produkte landen tatsächlich auch immer mal wieder im Müll, sei es, dass sie abgelaufen sind oder sie sind halt wirklich einfach nicht gut, also wirklich gar nicht gut, dass ich die auch wirklich keinem mehr empfehlen möchte. Bitte nicht jetzt Anfragen schicken zu Trash-Paketen oder sowas. Da könnt ihr euch gerne unten in den Kommentaren suchen und finden, dass ihr da untereinander Trash-Pakete zum Beispiel macht oder Tauschpakete. Aber die Produkte, die hier sind, die werden dann so weitergegeben an Personen, die sich in meinem Umfeld befinden oder halt gespendet, wie gesagt. Da haben wir hier in der Nähe auch etwas, das ist so ein Sozialkaufhaus, nennt sich das. Und das ist auch verbunden mit der Tafel. Und da kann ich meine Beauty-Pakete entsprechend hinbringen und da kommt es dann an warme Hände weiter oder ich stelle es bei eBay Kleinanzeigen zu verschenken rein, da mache ich auch gerne immer mal wieder Leuten eine Freude, habe ich schon öfters gemacht und ja, das ist sehr herzerwärmend, dann direkt auch in das Gesicht der Leute schauen zu können, beziehungsweise in die Augen, weil den Mund siehst du ja nicht. Egal, ihr Lieben, ich teste ja immer super viel dekorative Kosmetik mit euch zusammen aus, aber es ist so, dass nicht alles in meinem Gesicht funktionieren kann, ist klar, ne? Oder an meinem Körper. Deswegen werden auch mal Sachen aussortiert und ich muss auch irgendwo meine Sammlungen immer irgendwie auf Vordermann halten, da habe ich ja meine Excel-Tabelle für. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal mit dem ersten Produkt, das hatte ich, glaube ich, im Maybelline Adventskalender drin. Das ist der Color Show in der Nummer 310, das ist ein Lippenstift. Der ist super farbintensiv, der ist sehr, sehr extrem, aber auch sehr schwer zu handeln. Also ich habe mir Notizen gemacht, Leute, ne? Das kann ich mir nicht alles merken, ist ja in einem gewissen Zeitraum immer gesammelt. Zu intensiv und schwierig aufzutragen, weil ultra cremig, das ist eben das Ding. Also ich brauche halt Produkte oder ich verwende gerne Produkte, die leicht anzuwenden sind und wo ich halt auch einfach, ne, mit klarkomme, die nicht verschmieren, die auch an Ort und Stelle bleiben und wo es sich lohnt, die aufzubrauchen irgendwann mal, aber das hier hat leider nicht funktioniert, deswegen darf das weiter wandern. Ist eine schöne Farbe, definitiv. Ich mag auch gerne dieses Weinrot, da habe ich auch diverse andere in meiner Sammlung in diesem Ton, ne? Aber hat halt so nicht funktioniert. Hier habe ich einen Eyeliner von Jean Darcel, den hatte ich mal in einer Beautybox drin. Eigentlich ein wunderschönes Grün. Aber ich glaube, der ist mir jetzt mittlerweile eingetrocknet. Der war ungefähr doppelt so lang wie jetzt. Ist halt wirklich einer zum Anspitzen. Und ich habe den verwendet, sowohl auf meiner Wasserlinie als auch als Eyeliner-Ersatz. Hat ein schönes, sanftes Moosgrün gegeben. Mochte ich auch gerne. Aber mittlerweile ist er mir zu hart. Ich weiß nicht, ob das daran auch so ein Stück weit liegt, dass ich mittlerweile recht empfindliche Augen habe. Aktuell auf jeden Fall. Wobei die untere Augenpartie jetzt, toi toi toi, Klopf auf Holz, wieder besser ist. Also ich habe den auf der Wasserlinie, wie gesagt, aufgetragen. Da war das so ein ganz, ganz pastelliges, leichtes Grün. Und da ich grünbraune Augen habe, hat das halt super schön harmoniert. Habe ich dann so zur Arbeit auch getragen. Ne? Und dann ganz nah am Wimpernkranz als Wimpernkranzverdichtung. Das sah schon schön aus. Aber jetzt mittlerweile ist er mir zu hart geworden. Und wenn ich das morgens mal eben zack, zack, schnell, schnell mache, möchte ich irgendwas haben, was, ne, leichter und netter zu meinen Augen ist. So, dann habe ich das nächste Lippenprodukt. Ich habe mich sehr durch meine Lippenprodukte getestet, muss ich sagen. Und durch meine Mascaren auch. Deswegen ist da einiges rausgeflogen vor allem. Trended Up Bronzing Lipstick hatte ich auch, glaube ich, im Trended Up Adventskalender in der Farbe 005. Das ist dieser hier. Der ist, glaube ich, nicht so metallisch gewesen, wie das Deckelchen vermuten lässt. Doch, ist er wohl. Okay. Ja, dann ist es der gewesen. Ist in so einer Tropfenform, ne? Ich mag ab und an gerne auch metallische oder schimmernde Töne auf den Lippen. Den mochte ich jetzt aber nicht, weil der betont, ach genau, der war zu metallisch und der betont zu krass meine Lippenfältchen. Das ist immer so dieses, wenn du einen metallischen Lippenstift hast oder wenn ich einen metallischen Lippenstift habe, schaue ich immer, dass ich so ein relativ ausgewogenes Verhältnis habe zwischen diesem metallischen Schimmer und dem Farbpigment, was damit dabei ist. Ich habe zum Beispiel einen von Urban Decay, genau. Das ist, da habe ich mir ganz vor Jahren, aber der ist noch gut, mal Claudis Welt reingravieren lassen. Das ist so ein New-Ton mit so einem zarten Metall-Finish mit dabei.
Der ist schon intensiv, aber der ist nicht zu trocken, nicht zu metallisch, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Der hier, der kriegt, also der betont halt mega dann die Lippenfältchen, weil ich habe jetzt keine aufgespritzten Lippen oder sowas. Ich habe einfach Lippen und auch die haben ihre Fältchen, was total normal ist, weil man bewegt den Mund und im schlaffen Zustand, wenn man halt ganz normal guckt, hat man halt normal Fältchen. Ne? Und das ist halt volle Elle reingerutscht und deswegen muss er gehen. Das nächste Produkt habe ich schon an Marion versprochen. Das ist eine Mascara und zwar ist es die L'Oreal Lash Paradise Mascara. Die haben ja schon so viele, also ganz am Anfang gab es die Paradise Ecstatic, dann gab es die Lash Paradise, dann gab es die Air Volume. Die hauen ja auch immer so alles mehr so Richtung Himmel raus, kann man das so sagen. Hat halt dieses klassische erdnussförmige Bürstchen, ne? So schaut das aus. Aber die ist mir nicht haltbar genug tatsächlich. Deswegen darf die weiter wandern und Marion darf sich drüber freuen. Deswegen kommt das auch hier zur Seite. Hat mir ein M davor geschrieben. Klumpt bei mir zu sehr, zu viel Produkt am Bürstchen. Wahrscheinlich müsste ich da ein bisschen Geduld aufbringen, um sie sich eingrooven zu lassen. Bei mir funktioniert sie aber halt nicht so, wie sie funktionieren sollte. Da nehme ich halt tatsächlich viel lieber die Air Volume, die hier auch auf meinem Schminktisch steht, die aber mittlerweile echt grenzwertig ist, weil ich sie schon seit ich weiß nicht wie vielen Monaten in regelmäßiger täglicher Anwendung habe. Die macht krasse Wimpern, ne? Aber ich glaube, mittlerweile nähert sie sich auch dem Ende. Okay, ich habe noch eine Mascara hier, die ich habe ja meinen Mascara-Test gemacht und da entsprechend sehr viel aus meiner Sammlung ausprobiert. Das ist die Pupa Vamp Mascara. Die war, glaube ich, im 24. Türchen oder im 6. Türchen vom Pupa Adventskalender. Ja, die sieht spektakulär aus, ist sie aber leider nicht. Die trennt und verlängert, gibt Schwung und verklebt nicht, aber sie macht keinen Wawawum. Auch die hat so ein erdnussförmiges Kunsthaarbürstchen. Aber wie gesagt, ne, die macht halt nicht das Wawawum-Ergebnis, was ich bei einer Mascara brauche. Und da ich nun mal so viele Mascaras besitze, Mascaren, Mascaras, schreibt mir in die Kommentare, was die Mehrzahl von Mascara ist. Ich glaube, man kann beides sagen. Ich hatte das mal irgendwann gegoogelt. Egal. Ich habe so viele da. Ich habe tatsächlich mittlerweile auch über 100. Und da muss ich halt wirklich zusehen, dass ich die verwende, die ich auch wirklich mag und die ich gerne, ne, bei mir habe, bevor sie mir kippen. Deswegen geht die weiter. Auch das nächste Produkt habe ich schon der lieben Marion versprochen, weil sie das immer mal ausprobieren wollte. Hatte ich in meiner M.A.-Sam-Wundertüte. Ich hoffe, das Video ist endlich mal online gegangen. Das schiebe ich immer weiter, ne? Genau wie die Beauty.at-Box, die es übrigens letztens gab. Habe ich auf Instagram gepostet. AI, Dual P, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos. Habe ich mir vorgestern gekauft tatsächlich. Vitamin C Rich Intensivcreme. Das ist diese hier. Also ich vertrage bedingt Vitamin C. In den Boostern von Beautymates haben wir ja auch recht viel Vitamin C drin. Gebe ich mir natürlich entweder abends auf oder danach halt direkt auch eine Creme mit Lichtschutzfaktor. Lichtschutzfaktor 50 brauche ich halt, ne? Ja, aber die hat sich bei mir abgerollt. Und alles, also ich leere ja auch gerne. Also ich verwende ja sowohl, also die Creme dann auch immer in Kombination mit Boostern. Und darunter gebe ich mir dann gegebenenfalls auch nochmal ein Gesichtsserum und Augencreme und Toner und Rampampam. Aber die rollt sich ab. Und das fand ich blöd. Deswegen muss die gehen. Ich hatte, achso, kriegt Marion. Ich hatte auch noch eine zweite Geschichte da drin gehabt, auch mit Vitamin C. Das ist das Aqua Intense Hyaluron Booster Geschichtengedönsen. Auch das hat 5% Vitamin C. Das habe ich nicht vertragen, leider. Ne? Also das hat meiner Haut gar nicht gefallen. Da habe ich auch so Rötungen von gekriegt. Ich habe zurzeit sowieso sehr, sehr unausgeglichene Haut. Gerade so in diesem Bereich, wo man normalerweise als Mann so einen schönen Bart tragen könnte, habe ich sehr viele Pickelmale und Unreinheiten, Unterlagerungen. Kommt natürlich viel durch die Maske, ne? Können wir nicht ändern. Ne? Ja, aber auch das bekommt Marion, wird sie sich drüber freuen, weil sie sich das, weil sie es immer schon mal ausprobieren wollte. Ne? Ich bin, wie gesagt, da leider kein Fan von. Ja, von diesem Produkt hatte Maxim ja so geschwärmt. Dann habe ich mir den nachgekauft und habe mir gedacht, ja komm, ne, dem geben wir eine Chance. Ich bin kein Fan von Liquid Lipsticks, bin ich nicht. Aber er hat davon geschwärmt und habe ich mir gedacht, ja geil. Habe ich mir geholt, das ist von NYX, der Shine Loud Liquid Lipstick in der Farbe Magic Maker. Eine ganz, ganz tolle Farbe. Hat mir auch schön auf meinen Lippen gefallen. Man gibt erst dieses Produkt darüber, das ist halt ein Liquid Lipstick, den lässt man etwas antrocknen und dann macht man diesen klaren Gloss hier drüber. Der hat so ein Pinselchen mit dabei und das ist dann so ein bisschen, dass es sich nicht ganz furztrocken anfühlt. Aber bei mir krümelt das wie Sau. Ich habe das verschieden dick aufgetragen in verschiedenen, ne? Nein, mag ich nicht. Also, nee, dafür rede ich wahrscheinlich zu viel, dafür
esse ich, trinke ich zu oft und bin zu praktisch veranlagt. Deswegen, der kommt jetzt leider weg. Ja, apropos viel essen und trinken. Ich trinke mir jetzt auch mal was. Denn das muss sein. Jetzt habe ich tatsächlich gerade einen Lip Gloss drauf von Mary Kay. Und der, ne, geht natürlich ans Glas. Geil wäre es, wenn ich mir einfach einen Strohhalm reinmachen würde. Aber einfach kann ja jeder. So, das nächste Produkt macht bei mir leider gelbe Zähne. Das ist von Manhattan, der Metal Mauve Nummer 132. Das ist dieser hier. Den hatte ich mir explizit mal gekauft. Weil eigentlich wollte ich mal ein Fullface Manhattan machen, aber der geht gar nicht bei mir. Also die Farbe funktioniert bei mir halt nicht. Ist so ein Rosentönchen mit so einem Pearl-Schein drüber. Ist wirklich schön, ne? Aber wie gesagt, der macht bei mir gelbe Zähne, deswegen mag ich ihn nicht. So, ich habe auch einige Essensmascaren aussortiert, leider. Da habe ich einmal die Lash Princess Snow White False Lash Effect Mascara. Das ist die hier. Ich liebe ja die Verpackung, ne? Finde ich wunderschön. Also das kann ich nicht anders sagen. Aber die hat bei mir nicht funktioniert, weil die zu unspektakulär ist, zu undefiniert, Länge und Volumen und Schwung nur partiell und die greift nicht alle Wimpern. Das ist schade, denn das ist so ein Kunsthaarbürstchen, was so kegelförmig ist. Und eigentlich geht man davon aus, wenn man so eine Bürstchenform hat, jedenfalls bei mir ist es der Fall, dass die auch wirklich alle Wimpern greift und wirklich abgeht wie ein Zäpfchen. Ne? Normalerweise ist das bei mir so ein No-Brainer, aber nee, die hat leider nicht funktioniert. Aber ich werde oft genug von Freunden und Familien nach Mascaren gefragt, deswegen go for it. Das nächste Produkt von Botanic Beauty habe ich in meinem Full-Face-Beauty-Boxen aus März. Also im April habt ihr das Video gesehen, aber das waren die Beauty-Boxen aus März. Verwendet ihr, war doof, weil der nicht gemalt hat. Flick Stick Nourished with Licorice Root and Blackberry Extract. Das ist manchmal ganz schön schade, weil ich das recht häufig hatte in Beautyboxen, dass ich dann so einen Eyeliner mit dabei hatte, mit so einem Schwämmchen-Applikator und der hat dann einfach nicht gemalt. Ne? Andererseits hatte ich von Ayeko diesen, ich bringe den mal durcheinander, Black Magic Rampampam mit diesem Pinselbürstchen. Der hat bei mir Monate gemalt und den musste ich jetzt leider in meine Aufgebrauchkiste packen. Den habe ich, glaube ich, ja, Anfang diesen Jahres sogar schon in meinen Jahresfavoriten genannt. Den hatte ich in meinen Quartalsfavoriten, glaube ich, auch drin. Und ja, jetzt ist er halt ausgelaufen. Ne? Ja, irgendwann ist das Ding halt auch mal Uppe. Und ja, der hier hat aber leider einfach nicht gemalt. Das heißt, der kommt nicht in meine aussortiert Kiste, wo Freunde und Familie sich dran bedienen können, sondern der kommt tatsächlich sogar in den Müll. Das ist schade, finde ich. Ne? Also ich schmeiße immer ungern weg, aber wir kommen gleich noch zu etwas Eskalativen, denn ich habe mega krass Lippenstifte aussortiert. Hammer. So. Essence Aurora Lash Princess Mascara. Da habe ich mir einfach eine Sivoyum Mascara. Da habe ich mir einfach nur aufgeschrieben, zu wenig. Ja, also ihr seht es immer wieder bei mir, dass ich halt Vavavoom Lashes liebe. Ich mache mir Mascara in 3 Schichten drauf. Heute trage ich auch wieder Mascaren. Das ist mein Full Face New In High End übrigens. Also Sack und Teuer, was ich da in meinem Gesicht trage. Das hier ist die Mary Kay Mascara und das hier ist die Lancôme Idol Mascara. Und ich brauche einfach so ein Ergebnis. Ne? Also das ist das, was ich von Mascaren halt erwarte, weil ich verwende ein Wimpernserum, was sackenteuer ist, was meine Wimpern ja schon mal gut vorbereitet. Und dann soll die Mascara halt das Ultimative daraus holen. Und das machen die beiden Mascaren zum Beispiel. Die hat es nicht gemacht und weil sie zu wenig war, wird sie aussortiert. Marion hat sich die schon gesaved und die hat halt so ein eskalatives Bürstchen. Ne? Das ist so Swirl, Kapöl, Rampampam, 5 Millionen Mal gedreht. Wo man eigentlich denken würde, ja gut, wenn sich jemand hingesetzt hat und so ein krasses Bürstchen entwickelt hat, dann soll dieses Bürstchen doch ausrasten wie sonst was. Leider nicht auf meinen Wimpern, aber das ist halt eine individuelle Kiste. Nicht alle Mascaren funktionieren bei allen Leuten. Ist so. Auch die nächste Geschichte hat sich Marion gesaved. She Glam, die Spring It On Palette. Die Blumenpalette, ne? Also, ich habe ein Fullface She Glam gedreht und war begeistert. Ich habe mir aber 2 Paletten geholt. Das war ja einmal die grüne Palette, die ich echt feier. Und die hier. Aber die Blumenpalette hat mir einfach zu wenig gegeben. Also, die hätte mehr drauf haben können. Die Farben waren mir nicht intensiv genug. Das ist eine schöne Palette für To Go. Das ist eine schöne Alltagspalette, weil du alles gefühlt mit dabei hast. Um dir halt auch einen Alltagslook zu schminken, aber dafür habe ich halt genug andere Paletten, ne? Deswegen. Aber Marion freut sich drüber, deswegen bekommt sie die auch.
Ich bekomme von ihr demnächst einige Colourpop-Produkte, die sie aussortiert hat. Und dann irgendwann kriege ich auch mal ein Fullface Colourpop zusammen. Und sie versucht sich an Chic Lame. Also das sind dann halt so, ne? Ich liebe Trash-Pakete mit Leuten, wo man halt länger Kontakt hat. Ne? Das ist total klasse. So, ja, der Essence Augenbrauen Doppelstift. Das war ja so ein Ding, was jetzt neu ins Sortiment gekommen ist mit Brow Powder. Und der Define Pen habe ich in der Farbe Blond Medium Brown. Ist diese hier, die 01, da bin ich einfach nicht mit klargekommen. Ne? Also das ist nicht meine Welt. Ich bin ein Fan davon, mit Stift meine Augenbrauen auszumalen. Also ich bin kein Fan von Augenbrauen-Gelen, nicht so wirklich. Ich bin kein Fan von Augenbrauen-Pudern oder von verrückten Dingen. Auch wenn ich heute was Verrücktes drauf habe, und zwar von Anastasia, dieses Brow Freeze. Ist auch kompliziert, damit zu arbeiten. Habe ich deutlich länger für gebraucht als normalerweise, aber gut. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es ein viel zu schmutziges Ergebnis einfach bei mir gibt. Und genau so ist es halt. Ne? Finde ich schade, das nervt mich. Also mit diesem Brow Powder kann ich gar nicht um. Das ist halt hier in so einem Schwämmchen-Applikator. Nein, das ist nicht Claudie-konform, muss ich gestehen. Der Define Pen könnte was sein, wenn er nicht so dick wäre, weil das ist für mich, oh, da ist noch ein Augenbrauenhärchen dran. Das ist definitiv kein Definer für mich, ne? Weil der halt so dick ist. Was soll ich damit? Das macht mir keine Freude. Und nee, deswegen geht das weg. Wo war ich? Da. Jetzt bin ich bei Belle Hypoallergenic. Ja, da hat der Eyeliner ein bisschen abgelost, weil der einfach nichts mehr drauf hat. Der malt nicht. Der Deep Black Eyeliner Pen, das ist dieses Schätzelein. Das dürfte auch einfach wieder einer mit einem Schwämmchen-Applikator sein. Genau, also ich habe ja auch die Belle Hypoallergenic Box mir bestellt bei Rossmann, die Surprise Box, aber ich glaube, der war da nicht drin. Den habe ich schon vorher aussortiert. So schaut dieses Schwämmchen aus. Ja, malt wie gesagt leider nicht, und wenn etwas nicht malt, dann ist es für mich Trash und dann kommt es weg, und wie gesagt, es kommt dann halt auch wirklich in Müll. Ja, das hier war ein bisschen traurig. Das war ein Goodie von Rossmann, als man etwas bei Rossmann von Physicians Formula bestellt hat. Es ist automatisch in den Warenkorb gekommen. Ja, die kam halt an und da war der, also das ist die Physicians Formula Murumuru Butter Glow Face Palette, ne? Das ist diese hier. Schwieriges Palettchen, muss ich sagen. Denn zum einen ist der Highlighter rausgebrochen, das ist übrigens fast allen passiert. Also alle, die mir eine Nachricht dazu geschrieben haben, haben mir geschrieben, dass denen genau das auch passiert ist. Und ich kann hier tatsächlich nicht so viel von verwenden. Den Bronzer habe ich in Full Size da und der gefällt mir, den mag ich gerne. Den Highlighter sage ich schon dazu, ne? Den Blush, den sieht man kaum. Und den Highlighter verwende ich nicht, weil er mir zu glitzernd ist. Ich weiß nicht, also wenn ich 2 von 3 zu glitzerig finde und wenn ich die einfach nicht verwende, dann braucht die nicht bei mir bleiben. Und wie gesagt, der Highlighter und der Blush, das ist mir alles beide zu glitzerig. Das macht einfach keine Freude. Deswegen werde ich die an Familie und Freunde weitergeben. Dann könnt ihr sich drüber freuen, weil ja, ne, ich habe da genug andere Sachen in meiner Sammlung, die ich deutlich lieber verwende. So, spielen wir etwas Tetris hier in dieser Box, damit ich alles wieder schön reinkriege. So, jetzt kommen wir zu ein paar Nagellacken. Wir sind schon auf der zweiten Seite. Aber dann kommen wir nachher zu der Box, wo ich noch gar nichts so aufgeschrieben habe. Ja, da habe ich einmal den Trended Up Blooming Summer Nail Polish. Das ist dieser hier in der Farbe 030. Den sieht man kaum auf meinen Nägeln. Das finde ich ein bisschen schade. Den könnte ich natürlich als Topper verwenden. Das Problem ist aber, dass wenn ich dann meine Nägel sehe, sehe ich den Nagel kaum. Also wenn man das so, ne? Das ist ganz, ganz merkwürdig und ich mag den nicht so gerne. Nee, also ich hatte mir davon viel erhofft. Ich habe den auch über dunklere Farben einfach mal drüber gemacht, um zu gucken, wie das aussieht. Aber er macht quasi die dunkleren Farben, die drunter sind, unsichtbarer und nicht mehr so schön. Und das finde ich dann halt irgendwie blöd. Deswegen darf der mich verlassen. Ja, etwas, was ich eigentlich total liebe und was man auch sieht von dem Füllstand her, ne? Also das ist der Essie Ballet Slippers. Ich glaube, deswegen werde ich den mal, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist nicht mehr gut. Ich weiß es nicht. Der ist ja noch gar nicht so ultra lange bei mir, ne? Aber egal unter welchen Nagellack ich den gebe, zum Beispiel auch unter Glitzernagellack oder sonst irgendwas, oder wenn ich ihn solo trage, der macht, dass alles, was da drüber kommt, oder der Nagellack selber, sich schneller löst. Das finde ich blöd. Also ich mache meine Nägel einmal pro Woche und dann müssen die aber auch bitte eine Woche halten, ne? Ja, der löst die halt irgendwie. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an auch schon so war, aber der muss jetzt leider gehen. So leid es mir tut, weil eigentlich finde ich diesen Ton ultimativ geil und passend und praktisch und schön, ne? Genauso light up geht es mir bei dem hier von Essie. Den habe ich auch schon ziemlich verwendet. Das ist der 745 Peppermint Condition.
Das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Farbe. Der ist aber nicht grün genug. Der wurde jetzt abgelöst von dem Trended Up Nummer 176, glaube ich. Ja, weil der mir zu wenig grün ist. Auch der ist sehr, sehr hell auf meinen Nägeln. Sieht eigentlich schön aus, aber wenn ich einen richtig grünen Ton will, ist der nicht mehr angesagt. Ne? Nee, der geht jetzt auch weiter. Als nächstes habe ich hier noch einen Nagellack. Der war mir viel zu streifig, auch aus dieser Hypoallergenic Belle Surprise Bag. Das ist die Farbe 01, atmungsaktiver Dauerlack, French Nail Enamel. Das ist dieser hier. Der war mir zu streifig. Also den habe ich aufgetragen und der war mir viel zu streifig. Auch in drei Schichten habe ich mir aufgeschrieben mit einem Ausrufezeichen. Ne? Den habe ich einfach nicht gleichmäßig hinbekommen und deswegen muss der gehen. Ist halt auch wieder ähnlich wie der Ballet Slippers von Essie tatsächlich von der Farbgebung her. Dann habe ich etwas von tatsächlich Rituals aussortiert und zwar The Ritual of Ayurveda Instant Care Hand Lotion und die gibt es in zwei Varianten. Einmal als Instant Care Hand Lotion, das ist diese hier und dann gibt es auch noch irgendwie davon eine Intensivvariante und ich weiß nicht, warum man nicht scharf stellen will. Genau. Und die hatte ich am Bett stehen und am Bett mache ich mir nachts immer Handcreme drauf und dann sollen meine Hände halt über Nacht intensiv gepflegt werden. Und das bietet die halt überhaupt nicht. Die kannst du eigentlich eher als Parfum nehmen, weil selbst, also die pflegt die Hände halt bei mir nicht wirklich. Und ich habe sehr, sehr pflegebedürftige Hände, weil ich viel mit meinen Händen auch mache. Ich putze ohne Handschuhe, ich gehe in den Garten teilweise auch ohne Handschuhe. Ich bin oben am Renovieren, da brauche ich halt eine Handcreme, die meine Hände pflegt. Und ich weiß, dass die ein oder andere nicht so viel Pflege für die Hände braucht wie ich und sich da deutlich mehr drüber freuen wird. Deswegen wandert die in meine Aussortiertkiste. So. Ja, ich habe eine Lidschattenpalette aussortiert, Leute. Die hatte ich jetzt eine Woche in Verwendung. Ich mache das immer so. Ich habe hier meinen Schminkgedöns auf dem Tisch stehen. Ein paar Sachen habe ich da drin, die auch wirklich dann so lange drin bleiben, bis ich sie aufgebraucht habe oder bis ich darüber nachdenke, sie auszusortieren. Das heißt, meine Basic-Produkte wie Mascara, Foundation, Concealer, Primer, dann mein Creme-Highlighter, Creme-Blush und Lidschatten-Base, die bleiben und Puder bleiben halt immer drin, aber Blush-Bronzer-Highlighter und Lidschattenpalette wechseln dann quasi wöchentlich aus. Da lasse ich immer meine Lady hier, meine Alexa, auslosen und gehe dann durch mein Zimmer, pack mir das dann dahin und dann habe ich das dann in wöchentlicher Anwendung quasi drin. So, da hat sie jetzt für letzte Woche bei mir ausgelost, die Smitten in Switzerland Palette von BH Cosmetics. Meistens ist es so, dass ich es nicht morgens schaffe, mich vor der Arbeit zu schminken, aber wenn ich dann die drei Tage da in der Woche im Homeoffice bin, dann schminke ich mich dann in der Mittagspause zum Beispiel. Ja, genau, andere essen. Ich esse auch vorher, ne? Aber ich habe eine Dreiviertelstunde Pause, dann kann ich mich zwischendurch auch ein bisschen schminken, dann in der Mittagspause, das geht klar. Und ja, diese Palette fand ich aber einfach zu, weiß ich nicht, langweilig, trist, unspektakulär und unschön, um das mal so zu sagen. Ja, wir haben einen schönen hellen Base-Ton. Wir haben auch ein paar Töne, um eine Transition-Shade zu schaffen, aber irgendwie ist das nichts für mich. Der einzig schöne Look, den ich damit geschminkt habe, war, dass ich mir das Matterhorn, dieses Orange in die Lidfalte gegeben habe, dann mit Mountain, mit dem Grün, das vertieft habe und dann auch wirklich über mein komplettes Lid gegeben habe und mit Mount Ridgie, das ist quasi so ein Grün, das habe ich mir dann aufs komplette bewegliche Lid gegeben. Das sah schon cool aus, ne? So Orange-Grün, so ein Look, mochte ich gerne leiden, aber nur wegen dem Orange das jetzt zu behalten, nö. Ich glaube, ich habe doch den ein oder anderen Orange Ton in meinen anderen Lidschattenpaletten drin. Also von daher darf die jetzt Ciao Kakao meine Sammlung verlassen. Es geht mir leid ab, denn jetzt kommt das nächste Produkt, was ich aussortiert habe und das ist wirklich traurig. Die hatte ich ein paar Wochen bei mir in der Sammlung drin, also in diesem Schminkgedönsen und ich konnte mich nicht davon trennen. Ich habe dann aber immer, ich habe sie in der Sammlung gehabt, also in dem, ne, Case, in dem Ding hier, habe dann aber immer wieder geschummelt und mir eine andere genommen. Das ist so dumm eigentlich, ne? Das ist eine Foundation von Big Becker und zwar die Skin Love Foundation. Ich muss mir leider jetzt mittlerweile eingestehen, dass sie nicht mit trockener Haut funktioniert. Das ist die Weightless Blur Foundation und ich habe die Farbe Leinen. Also eine sehr, sehr helle Farbe. Ich glaube, das ist sogar fast die hellste. Schöner, neutraler Unterton mochte ich eigentlich per se sehr, sehr gerne leiden. Aber sie kriecht mir überall hin und betont alles, was in irgendeiner Art und Weise trocken ist, nämlich mein komplettes Gesicht. Unschön, ne? Genau, deswegen muss die jetzt verschwinden. Und die hat so einen Pumper und eine Tube, ne? Das haben mittlerweile ja recht viele, finde ich total super. Ich glaube, It Cosmetics waren die ersten, die das hatten. Und ja, tschüss.
Werde ich Marion mal fragen, ob sie Bock drauf hat, aber ich vermute es. Etwas, was ebenfalls nicht für trockene Haut geschaffen ist, ist das Morphe Setting Powder. Auch das ist ein loses Puder. Ich habe anfangs gedacht, es wäre toll, das Bake and Set Setting Powder in Translucent, ne? Aber nee, auch das funktioniert einfach bei mir nicht. Deswegen muss das gehen. Und ja, ich muss mich halt auch mal trennen, ne? Genauso muss ich mich von diesem Too Faced Ding trennen. Denn nur weil Too Faced draufsteht, heißt es nicht, dass es unbedingt in meiner Sammlung bleiben muss. Und bevor ich das so lange hier bei mir aufbewahre und horte, bis es schlecht wird, nein, muss es lieber mal den Besitzer wechseln. Das ist aus irgendwie so einer Kombi-Geschichte gewesen, wo man das hatte und dann hat man noch irgendwelche Blushes und sowas mit dabei gehabt. Das ist der Grin and Bear It Comfort Lip Glaze. Genau, das ist dieser hier. Und der sieht auf meinen Lippen einfach furchtbar aus. Also richtig furchtbar. Der lässt sich nicht schön verteilen. Der sieht nicht, das ist kein Gloss. Das ist halt wie so ein Zwischending zwischen Liquid Lipstick und Gloss. Also ganz, ganz merkwürdig. Steht mir nicht. Nein. Etwas, was Marion aber safe bekommt, ist dieses hier. Das ist von BH Cosmetics, der Pinselreiniger. Den habe ich, also ich habe da auch einen anderen von Catrice, ne? Und den verwende ich schon sehr selten, weil ich mein Handtuch halt immer hier liegen habe. Und dann mache ich die Pinsel halt eben am Handtuch sauber. Genau. Und so schaut das aus. Das ist einfach so ein Schwämmchen und dann machst du da das Pigment runter und fertig ist die Laube. Ist super praktisch, ne? Also gehört meiner Meinung nach auf jeden Schminktisch. Ist nice. Und Marion wird sich drüber freuen. Jetzt kommen wir zu den Produkten, wo ich mir nichts zu aufgeschrieben habe. Und da kommen wir zu dem ersten, was mir leidig abgeht, aber was leider sein muss. Und zwar von Dalton Body Care. Ich glaube, habe ich das nicht sogar in meinem letzten schon gezeigt? Ich glaube, das habe ich in meinem letzten gezeigt. Ne? Das hatte ich nämlich jetzt für Marion zur Seite gestellt. Aber ich glaube, dass ich das auch letztes Mal in meinem aussortiert Video schon drin hatte. Ich weiß nicht. Ich liebe die Dalton-Produkte. Die sind total hautverträglich. Ich habe ja auch eine Kooperation mit denen. Und ich mag die wirklich super gerne, weil ich die auch gerade im Gesicht extrem gut vertrage. Ich mag auch super gerne diesen Pot von dieser, also nicht diese Hydro Boost Body Care Moisturizing Emulsion, sondern es gibt auch noch so einen richtig geilen Pot, wo du geiles Zeug drin hast für deinen Körper, Body, irgendwas. Mega. Das hier hat mir nicht gefallen, weil das auf meiner Haut halt ein bisschen gekrümelt hat und auch nicht wirklich eingezogen ist. Das hat irgendwie nicht mit mir funktionieren wollen, deswegen freuen sich da andere Menschen drüber. Hier habe ich jetzt eine ganze Ecke von aussortierten Lippenstiften, die mir alle abgelaufen sind. Das ist traurig, deswegen, das war so ein bisschen der Anstoß, weswegen ich dann auch angefangen habe, mehr so durch meine Lippenprodukte durchzugehen und dann auch mal was auszusortieren, was ich nicht mag. Genau, das habe ich hier in diesem Täschchen drin und ich zeige es euch jetzt einfach in die Kamera, kommt aber in Müll, ne? Weil ich dieses Video auch immer nehme, um quasi meine Excel-Tabelle auf Vordermann zu halten und kann dann die einzelnen Positionen da rauslöschen. Zuallererst habe ich hier etwas drin, den habe ich auch schon gut leer gemacht, aber der riecht, also Kriterien, warum Produkte abgelaufen sein könnten. Bei Cremeprodukten Farbe, Konsistenz, Geruch. Also das ist immer das, woran man sich so orientieren sollte, wenn sich da irgendwas von verändert. Obacht, Leute, dann ist euch das Produkt wahrscheinlich abgelaufen oder gekippt halt, ne? In der Farbe Rebel habe ich hier von Bare Minerals so einen wunderschönen Lipgloss. Den habe ich auch sehr, sehr häufig verwendet. Sieht man hier wahrscheinlich auch. Da ist gut was von raus. Den habe ich einfach mal immer so mal eben drüber gemacht. Hat mir von der Konsistenz her gut gefallen und der hat auch sehr gut bei mir funktioniert. War gerne gesehen. Ein gern gesehener Gast. Etwas, was ein bisschen farbintensiver ist und deswegen etwas stiefmütterlicher behandelt wurde, ist die Farbe Heartbreaker. Der hat einen schönen Mauve-Ton. Mag ich auch gerne leiden, war im Adventskalender drin. Aber auch er riecht nicht mehr angenehm. Ich habe auch einige MAC. Nee, ich habe erst noch einen Bare Minerals. Einen kleinen Bare Minerals. Den Bare Pro, auch der war im Adventskalender mal drin. Da weiß ich gerade gar nicht, welche Farbe das ist. Habe ich irgendwo mir aufgeschrieben. Und der schaut so aus. Den fand ich aber sehr trocken schon von Anfang an. Deswegen habe ich den gar nicht so häufig verwendet. Aber es riecht nach Knetgummi. Und dann ist das nicht mehr so gut, ne? Ich glaube, Bare Minerals ist sowieso ein bisschen so Richtung Naturkosmetik. Nee, nicht Naturkosmetik. Etwas naturnahe Kosmetik, glaube ich. Ne? Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Ich habe hier auch einen Bronzer von Bare Minerals. Der riecht ein bisschen nach... Wonach riecht der? Nach Maggi. Aber ich glaube... Nee, den sortiere ich jetzt auch aus. Weil, wie gesagt, der riecht nach Maggi. Und ich glaube, der ist nicht mehr gut. Den habe ich mir nämlich just mit gerade erlost für nächste Woche als Schminkkisteninhalt. Aber ich glaube, der ist jetzt auch nicht mehr gut. Der muss jetzt auch gehen. Wie gesagt, der riecht nach Maggi und der sieht von der Oberfläche halt auch echt nicht so vertrauenswürdig mehr aus. Ich dachte, naja, vielleicht gibst du dem noch eine Chance, aber irgendwie
Nee, das ist nicht mehr gut. Der darf jetzt auch gehen. In der Farbe Worms. Eigentlich nice, ne? Aber nee, der muss jetzt... Nee, nee. Ich traue dem Braten nicht mehr. So, jetzt kommen wir aber zu den drei Maglippis, die ich aussortiert habe. Die habe ich auch schon, boah, 2 Jahre oder so bei mir in der Sammlung. Und die riechen halt hardcore nach Knete, ne? Ich glaube, die hatte ich mal selber in einem Trash-Paket bekommen. Von Nasty, glaube ich. Mit der habe ich ja damals Trash-Pakete gemacht. Und ja, habe ich einmal Cream Sheen in der Farbe Hang Up. Das ist so ein krasses Tönchen, ne? Ich mag diese Cream Sheen super gerne von der Farbgebung her. Die sind toll auf den Lippen, aber der riecht nicht mehr gut. Dann habe ich hier den Frost CB96, A97, keine Ahnung. Der war in einem Adventskalender drin. Aber auch der, ne? Ist ein schönes metallisches Tönchen, so Richtung Orange Peach. Mag ich eigentlich gerne leiden, aber auch den habe ich nicht häufig genug verwendet und nun ist er hinne. Dann habe ich hier den 646 Marrakesch Matte Lipstick. Ja, der war auch schön, aber auch stiefmütterlich behandelt und darf jetzt leider aufgrund seines Geruches mich verlassen. Leute, wie viel wert das ist, was ich quasi wegschmeiße. Das tut mir weh. Den habe ich mal von Lea bekommen, auch im Trash-Paket. Tarte Lip Sculptor. Das ist ein Lipstick und ein Lipgloss. Und das Trash-Paket, was wir gemacht haben, ist schon eine ganze Weile her. Und auch der ist nicht mehr gut. Der riecht nicht mehr gut. Der fühlt sich nicht mehr gut an auf den Lippen. Und das war so ein schöner Nude-Ton, den ich gerne mochte. Und darüber dann als Topper dieser Lipgloss, der auch schön war, aber auch der ist nicht mehr... Ist auch schon ein bisschen verfärbt, wenn man sich das mal so anguckt. Ne? Es ist nicht mehr so ganz original. Ja, genau. So, 2 haben wir hier noch drin und ich glaube, ich habe noch einen weiteren, aber ich... Kennt ihr das? Ihr habt ein Lippenprodukt und wollt euch nicht von diesem Lippenprodukt trennen, weil ihr damit was verbindet? Kommt gleich. Okay, der riecht auch nicht mehr gut. Das ist von Clinique. Der war auch irgendwo mal im Adventskalender drin. AC8. Splash Lip Gloss Hydration in der Farbe Air Kiss. Das ist dieser hier. Wunderschöne Farbe, aber riecht nicht mehr gut. Und von Sisley, auch den habe ich im Trash-Paket bekommen. Den habe ich, glaube ich, von Jenny. Hatte mir den, glaube ich, Miss Curly Jen, ne? Ich glaube, von, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall in irgendeinem Trash-Paket. Den habe ich mir nicht selber geholt. Genau. Das ist, ja, Sisley. Steht da? Ach, da. Phyto Lip Twist Nummer 5. Huch. Ja, und der sieht halt auch nicht mehr ganz so ansehnlich aus und riecht wie Knetgummi. Ich habe einen... Nein, ich bin jetzt gerade stark. Ich bin jetzt gerade in meiner starken Phase, Leute. Den muss ich nur auf die Schnelle finden. Und zwar habe ich hier den Lethal Cosmetics Scent Nudes Lippenstift. Das ist dieser hier. Der ist ja in der Kooperation mit Jolina Menn rausgekommen. Ich habe den nämlich, als ich mich durch meine Lippenstiftsammlung durchgeswatcht habe, geswatcht und er war pelzig. Dann habe ich das abgemacht. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, vielleicht hat er auch nur geschwitzt oder so, aber er sieht ein bisschen merkwürdig jetzt natürlich aus, weil ich da mit dem Tuch drumherum gegangen bin. Aber ich traue dem nicht mehr. Der riecht noch in Ordnung, aber ich traue ihm nicht mehr. Und weil ich ihm nicht mehr traue, kommt er weg. Schließt schön magnetisch und der war echt nicht günstig und ich habe den auch noch nicht lange. Ich weiß nicht, wann ist ihre Kollektion rausgekommen? Vor einem Jahr oder so? Ich bin da auch sehr, sehr traurig drum, weil ich nicht glaube, dass der eigentlich... Wobei der nur 12 Monate offen sein darf. Keine Ahnung. Ja, ich trenne mich jetzt von dem. Ich bin jetzt hart, Leute. Es tat weh, aber es musste sein. So, eine Kiste haben wir hier noch. Ihr habt es auch an der Länge gesehen, es ist ganz schön lange, aber ich möchte auch zu den Produkten natürlich was sagen und auch warum ich mich von denen trenne. Den hier trage ich gerade auf meinen Nägeln. Be Your Incredible Self with Nails Ink London. Das ist dieser hier in der Farbe Mayfair Lane. Den finde ich per se echt schön, aber schwierig aufzutragen. Also um dieses Ergebnis auf meinen Nägeln hinzubekommen, hat es sehr viel Liebe gebraucht. Muss ich wirklich dazu sagen. Auch der war anfangs sehr streifig. Ich habe mir jetzt auch noch Sticker drüber geklebt. Ne? Der sieht jetzt, wo ich ihn intensiv in 2-3 Schichten, teilweise 3 Schichten aufgetragen habe, toll aus. Aber der hat ein ganz furchtbares Pinselchen. Habe ich euch auch in meinem Full Face Beauty Boxen von den April Boxen erzählt. Weil dieses Pinselchen, ich versuche jetzt mal das Produkt runterzunehmen, das ist sehr... So geht so auseinander, ne? Sieht man vielleicht auch.
Und man kann damit echt nicht arbeiten. Das ist zu hart. Macht keinen Spaß, nee. Deswegen, der geht weiter, den bleibt nicht bei mir. Läuft. Etwas, was mir Angst gemacht hat, ist dieses Peeling von Tian D. Das ist ein Grape Peeling Different Reality, keine Ahnung, war in der Box mit drin. Und ich habe mir gedacht, das ist doch total super, wäre mal so ein Traubenpeeling auszuprobieren. Das ist quasi ein Fruchtsäurepeeling. Habe ich ein bis zweimal pro Woche auch im Gesicht angewendet. Anfangs habe ich erst gedacht, hä, passiert doch gar nichts, kommt so gelig raus, stinkt wie Hulle. Und dann habe ich aber irgendwann so wirklich, als ich über mein Gesicht gerieben habe und das Produkt ordentlich eingearbeitet habe, gemerkt, okay, irgendwas löst sich da. Ich dachte, dass das Ding, also dass das Produkt quasi hart wird. Nee, nee, das war schon meine Haut, die sich gelöst hat. Problem ist, die hat sich in Fetzen gelöst, ne? Also die war halt nicht dann einheitlich und dann musste ich, vor allem hier, musste ich dann immer so nacharbeiten und dann nochmal wieder drüber und dann, nee, und irgendwie sah das kacke aus. Und Krönung des Ganzen und Grund, warum das dann jetzt tatsächlich auch in meiner Ich schmeiß es jetzt tatsächlich weg Kiste gelandet ist, ist, als ich das letzte Mal verwendet habe, ich trage es ja mit den Händen auf und ich trage dabei ja keine Handschuhe. Danach hatte ich hier komplett, dass meine Haut sich abgelöst hat und weil ich das unter der Dusche anwende, hier. Hupis und Dekolleté. Schlimm. Und da hatte ich Angst, dass gerade wenn ich dann auch unter der Dusche stehe, dass es mir noch eine Etage tiefer rutscht. No way. Also das geht jetzt weg. Habe ich Angst vor. Also wirklich, das war mir zu krass. Das ist mir wirklich zu krass. Und das ist, ich glaube, da ist noch die Hälfte drin oder so. Also ich habe gut was davon aufgebraucht, weil ich mich, ne, wirklich, irgendwie fand ich es auch eine Zeit lang geil, dass sich dann die Haut abgelöst hat. Hat sich auch schön befreiend angefühlt und nachher war das Hautbild auch toll. Aber nein, das ist mir einfach zu krass. Das Produkt hatte ich in der Elektra Beauty Box drin. Das ist das der London Girl Long Lasting Lipstick in der Farbe 20. Den möchte ich jetzt einfach schon direkt aussortieren, weil ich die Farbe zuhauf schon in meinen Lippenprodukten drin habe. Ich finde die Farbe wirklich schön und er deckt auch toll. Ein ganz, ganz tolles Ergebnis, wirklich auf den Lippen, aber da habe ich schon andere da. Und deswegen darf der mich jetzt verlassen, bevor er kippt. Dann habe ich hier auch eine Mascara, die habe ich, glaube ich, gestern mal ausprobiert. Ja, gestern habe ich nämlich das Full Face Beauty Boxen geschminkt für April und da ist die Mascara mit reingekommen. Das ist die Melusine Paris Mascara, Mascara und Conditioner 3 in 1. Die ist mir einfach zu wenig. Nö, also deswegen musst du jetzt gehen. Ich weiß gar nicht, in welcher Box sie drin war. Ich glaube, in der Blissim Box. Ist schön, wenn so eine Full Size mit dabei ist, aber für mich ist es zu wenig. Das ist so ein relativ trockenes Gummibürstchen. Oben hat das ein bisschen längere Borsten, unten etwas kürzere. Für mich ist es einfach zu wenig. Aber ich denke, dass die ein oder andere sich darüber freut, wenn man so eine Alltagsmascara halt nimmt, ne? Deswegen, ciao, Kakao. Ja, dann habe ich hier noch einen Eyeliner. Den habe ich gerade erst hier reingeschmissen. Das ist von Grande Cosmetics, der Grande Liner, Lash Boosting Liner. Der malt nicht. Und das ist super traurig, ne? Super teures Produkt habe ich in PR zugeschickt bekommen von Purish. Der kommt jetzt wirklich in den Müll. Denn ich habe den mehrfach schon versucht, ne? Und ich habe den auch heute wieder versucht zu verwenden und musste wieder feststellen, dass er nun mal nicht auf meinen Augen malen will. Ich glaube, das ist einfach ein Montagsprodukt. Ich liebe das Wimpernserum, ich liebe das Augenbrauenserum. Die Mascara finde ich auch gut, aber den Liner kann ich tatsächlich nicht empfehlen. Dann habe ich hier noch die Mascara. Den Concealer von Alterra. Ich habe ein Fullface mit Alterra geschminkt, verlinke ich euch oben im i, falls es noch reinpasst. Ansonsten in der Infobox mal gucken. Ja, das ist der Concealer, kaschiert Augenschatten und deckt gezielt ab. Nö, den fand ich blöd. Das sieht ihr auch in dem Fullface, was ich da geschminkt habe. Ne? Das war nicht gut. Ist mir zu sehr fältchenbetont aufgefallen und hat mir einfach nicht gefallen. Deswegen. Nö. Etwas, was ich aussortiere, was eigentlich gut ist und was ich von der Farbe her gerne mag, was ich aber zuhauf schon von anderen Marken, wo ich einfach mehr zu greife, in meiner Sammlung habe, ist dieser Blush. Und zwar ist das von YouStar aus dem Adventskalender, dieser Just Peachy. Und das ist aus dem Flamingo Adventskalender, den ich ja schon vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren aufgemacht habe. Der ist schön, definitiv. Also eine ganz, ganz tolle Farbe. Ein matter Blush. Aber habe ich schon zuhauf da. Deswegen darf der jetzt weiter wandern. Freut sich jemand anders drüber. Etwas, wovor ich auch Angst habe, ist diese Ampulle von Dalton. Da habe ich die Oh My Blush Ampulle. Da schwärmt Melly ja so von, ne? Melloflori. Aber für mich ist es eine Mutprobe, weil das einfach zu hardcore ist. Ich bin ein empfindliches Häutchen und ja, die macht ordentlich was in meinem Gesicht. Die macht mir auch einen schönen Blush-Effekt, aber für einen gewissen Preis, nämlich brennendes Feuer. No way. Also das muss echt nicht sein, deswegen wird die weiter wandern. Ne? Das macht keinen Sinn, dass ich die dann behalte.
Genau, so, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Nagellacke. Da habe ich einmal hier den hier, da habe ich im Schnäppchenschloss, da hatte Frühlingsrolina von geschwärmt und da habe ich nachgekauft. Mega geil, was die da im Angebot haben. Habe ich aber bei den Nagellacken halt auch so exzessiv zugeschlagen, weil ich mich ein bisschen durchprobieren wollte. Und da habe ich auch einen ganz, ganz geilen von Catrice gefunden, aber dazu irgendwann mal was anderes mehr, keine Ahnung. Das ist von Catrice, einer, der sieht ganz furchtbar aus. Limited Edition Victorian Poetry Satin Matte Nail Lacquer in der Farbe 1003 Apricot Epoch, also Aprikosen-Epoche quasi, ist das so die Übersetzung. Mag ich nicht auf meinen Nägeln, ne? Der ist natürlich, hat lange gelegen, genau. Deswegen muss man den ein bisschen schütteln, aber ich mochte die Farbe auf meinen Nägeln nicht. Das war mir halt zu aprikomäßig, zu fast schon leberwurstmäßig. Also wenn da noch ein kleiner Graustich drin gewesen wäre, hätte die Leberwurstfraktion wieder Hallo, hier bin ich gerufen. Ich liebe mintgrüne Nagellacke, deswegen habe ich den hier natürlich auch mitgenommen. Next Stop Summer war die Limited Edition und das ist die Farbe Fun is where you are. Genau, Spaß ist, wo du bist, aber leider nicht, wo dieser Nagellack ist, denn nö, der hat nicht gut genug gedeckt, der hat nicht gut genug gehalten und deswegen muss er gehen, auch wenn er wunderschön ist mit seinem Blumi hier dran, ne? Schon süß, kann man abmachen und als Ring verwenden, aber ich habe andere mintfarbene Nagellacke da, die ich deutlich schöner finde. Ich habe ja immer noch den von Sally Hansen, den habe ich schon seit Ewigkeiten da. Ja, ich bin dann, ne, der trocknet halt so langsam ein und ich möchte einen guten Ersatz dafür haben, aber ich finde ihn noch nicht. So, etwas, was ich ebenfalls aussortiere, weil ich einfach ein bisschen gemerkt habe, dass ich es nicht vertrage, ist hier von Hey Organic der Cleansing Fine Purifying mit Kaktus. Ist halb leer. Ich liebe diesen Pumper. Also der ist richtig, richtig gut. Ein ganz toller Pumper. Das ist ein toller Pumpspender, Leute. Aber nur wegen des Pumpspenders werde ich den nicht aufbrauchen, weil der macht bei mir Unterlagerungen. Meine Haut mag ihn nicht, deswegen mag ich ihn auch nicht. Das war jetzt kindisch, ne? Aber jetzt muss der gehen. So, zwei Produkte ebenfalls aus meinem Fullface Altera habe ich aussortiert, nämlich beide Foundations. Habe ich nachher nochmal verwendet, auch solo aufgetragen, mit und ohne Primer. Also ich habe ja zwei Gesichtshälften, deswegen konnte ich da entsprechend variieren. Hat nicht funktioniert, hat sich beides einfach, es hat nicht funktioniert. Deswegen müssen die beide wirklich gehen. Das ist einmal die 24 Stunden Fresh Make-up-Geschichte, 2-in-1 Make-up und Pflege. Die hat nicht bei mir funktioniert. Ich glaube, das war sogar das, was ganz furchtbar war. Und hier habe ich dann noch das Natural Perfection Make-up. Auch das muss gehen. Da habe ich wirklich auch im günstigen Bereich schönere. Ich habe gestern eine Probe von Santa Natur Kosmetik von der Foundation ausprobiert, die mich wirklich, also farblich hat die nicht gepasst, ne? Und ich habe auch am Anfang so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, oh, rollt sie sich hier vielleicht so ein bisschen ab. Aber es lag wahrscheinlich eher so an diesen Drops, die ich da drunter hatte, die eigentlich gar nicht dafür gedacht waren, sie da drunter zu geben. Deswegen werde ich mir die wahrscheinlich sogar in Full Size in meiner Farbe mal kaufen und in Full Face Santa Naturkosmetik machen, weil mich das so ein bisschen interessiert. Genau. Ebenfalls von Altera habe ich auch zwei Puderprodukte aussortiert. Einmal das Finish Powder, das ist dieses gepresste, was einfach nicht mit meiner trockenen Haut zusammen kombinierbar ist, weil es meine trockene Haut noch trockener aussehen lässt. Einfach keine Freude bereitet und deswegen gehen muss. Und genauso, ja, der Bronzing, Bronzing Powder in Farbe 02 Sunkist, das ist mir einfach zu rot. Das ist schade, weil diese Sonne, die da in der Mitte eingestanzt ist, liebe ich, feiere ich hart. Ich kriege diese Verpackung nicht auf. Hallo? Genau, hat auch einen leichten Schimmer mit drin. Eigentlich schön, ne? Eigentlich ist es wirklich schön, aber es muss jetzt gehen. Wir sind da jetzt mal rigoros. So, und das Letzte, was ich aussortiere, sortiere ich nicht aus, weil ich es nicht mag, sondern weil ich es aus Versehen doppelt habe. Und zwar von Essence den Hello Good Stuff Matte & Glow Bronzer. Auch sowas passiert mir. In der Farbe 10 Cocoa Cool. Also sehr selten, aber es passiert mir, dass ich Produkte aus Versehen mal doppelt habe. Ja, wobei das auch sein kann, dass ich den nicht doppelt gekauft habe, sondern vielleicht war der auch irgendwo in einem Tauschpaket mit drin und ich habe es übersehen. Genau. Ja. Wandert weiter, aber ein ganz, ganz toller Bronzer ist das übrigens. So, ihr Lieben, das waren jetzt meine aktuell aussortierten Produkte. Ich habe mir ja schon zwei Kisten davon gemacht, deswegen bin ich froh, dass ich euch jetzt beide Kisten zeigen konnte. Ist jetzt dafür ein bisschen länger geworden, aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat euch vielleicht sogar animiert, mal durch eure Sammlung durchzugehen und zu schauen, ob ihr auch irgendwelche Leichen im Keller habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne
einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert, aufgebraucht und plattgemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!